Klamottenverkäufer zocken dich in Bangkok ab und Tuk-Tuk-Fahrer auch. Der Grand Palace, auch Königspalast genannt, gehört zu Bangkok wie der Eiffelturm zu Paris. Und jeder Touri will ihn unbedingt besichtigen. Doch Vorsicht, solltest du eine Shorts tragen, werden Klamottenverkäufer dir versuchen, eine überteuerte lange Hose zu verkaufen. Zwar ist tatsächlich der Einlass mit kurzer Hose verboten, aber für 4,50 Euro kannst du im Eingangsbereich des Tempels traditionelle Kleidung kaufen, die sich perfekt für ein Foto eignen. Und auch die Masche der Tuk-Tuk-Fahrer, die dir erzählen, dass der Palast wegen einer buddhistischen Zeremonie geschlossen ist, the man was telling me that the palace was closed for a Buddhist ceremony. Sie dich stattdessen zu allen anderen Spots fahren können, ist eine große Lüge, denn